anderen Sachen. Ja, lass uns mal ein bisschen über Game Engines reden. Ich selbst bin ja Games Artist, wie der eine oder andere auf meinem Kanal ja schon wahrscheinlich mitgekriegt habe. Ich erstelle Assets, ich erstelle Texturen und was weiß ich alles für, ja, für das Ziel, dass man das in einer Game Engine nutzt. Ich habe jetzt letzte Zeit oft die Frage gehört, sind gerade auf Twitch viele gekommen, die einfach gefragt haben, ich will jetzt auch ein Spiel machen. Und was mache ich denn jetzt? Welche Engine kannst du mir empfehlen? Weil ich halt Unreal Engine und Unity nutze. Und ja, darüber rede ich jetzt einfach mit euch. Ja, wie gesagt, werde ich jetzt über die Unreal Engine und die Unity nur sprechen. Das sind halt die beiden, die halt am meisten genutzt werden von Indie-Developern, weil sie einfach deutlich zugänglicher sind wie jetzt andere. Es gibt natürlich noch viele, viele, viele mehr, aber es ist halt, Fokus liegt auf den beiden. Und ja, ein großer Grund dafür ist halt auch, weil beide sind jetzt erstmal an der Basis kostenlos. Je nachdem, wenn man dann was verkaufen möchte, sei es ein Spiel, ein Video, sonst was, muss man dann halt dafür sich Lizenzen erwerben. Die einstelliger Lizenz bei Unreal sieht in dem Fall aus, dass man halt 5% generell vom Einkommen an Unreal bezahlt, solange man halt unter 3.000 Euro im Monat ist oder 3.000 Dollar im Monat ist. Und bei Unity sieht es aus, es ist generell kostenlos, man darf halt alles veröffentlichen, solange man halt kein Einkommen über 100.000 Dollar im Jahr hat. Alles, was drüber liegt, muss man sich dann eine Lizenz kaufen. Dann kommt halt tatsächlich drauf an, wie groß ist deine Firma, was willst du und ja, das sind halt dann verschiedene, die man sich dann aussuchen kann oder muss. Aber generell, ich unterscheide jetzt einfach mal in drei Kategorien, weil es gibt jetzt halt nicht die beste Engine, wo einfach alles am besten ist, sondern jede Engine hat seinen Vor- und seinen Nachteil. Also ich gehe auf Aspekte ein wie Programmieren, auch wenn ich nicht programmieren kann, aber ich kenne Leute, die das können und mit denen habe ich mich unterhalten. Dann einmal generell Artists, dann halt auch für VTuber, dass man das halt ein bisschen trennt. Je nachdem, was man dann erreichen möchte, kann man eine andere Engine wählen. Weil wie gesagt, es gibt halt nicht die beste, sondern es kommt immer darauf an, was was kann ich? Was will ich machen? Was bin ich bereit zu lernen? Und was ist einfach persönliche Präferenz? Das hat alles mit damit zu tun. Generell, die meiste Frage ist tatsächlich, ich will ein Spiel machen, was empfiehlst du mir? Da kommt es drauf an. Kannst du programmieren oder nicht? Kannst du programmieren oder willst du es lernen? Dann tatsächlich empfehlen wir Unity. Da du mit JavaScript und C# da halt deutlich leichter vorankommst, wie in dem C++ für Unreal. Zumal anscheinend Unreal einen eigenen, ich nenne es jetzt mal Dialekt hat, soweit ich das mitgekriegt habe, wie jetzt das normale C++. Für alle, die jetzt halt nicht programmieren können, aber dennoch ein Spiel entwickeln möchten, empfehle ich tatsächlich die Unreal Engine. Durch das Blueprint-System kann man auch tatsächlich, ohne dass man einen Hauch von Ahnung von Programmieren hat, tatsächlich auch Spiele entwickeln. Es gibt komplette Spiele, die nur über Blueprints laufen. Du musst dir dabei doch bewusst sein, die Blueprints sind halt nicht so effizient als echtes Programmieren, aber wenn du einfach kein Programmieren kannst und einfach nicht willens bist, das zu lernen, wie jetzt ich habe jetzt einfach keinen Nerv und so weiter dazu, dann lerne ich lieber Blueprints, die sind mir irgendwie zugänglicher. Wie gesagt, Programmierer für Unity und halt Leute, die nicht programmieren können, vielleicht Unreal. Es gibt auch die Möglichkeit, in Unity Visual Scripting zu machen. Es gibt verschiedene Plugins, die man sich runterladen kann, wie zum anderen die SDK für VRChat. Gibt einen die Möglichkeiten, die eine oder andere Sache über Visual Scripting zu lösen. Wie gesagt, da muss man halt extern Plugins runterladen. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Kommen wir zu dem Fall, ihr seid VTuber, ihr möchtet anfangen, ihr habt schon ein bisschen was gelernt, ihr habt schon ein bisschen was gemacht, ihr habt eigene Models in Visual Studio gemacht und ihr wollt jetzt einfach ein bisschen aufbessern. Empfehle ich euch die Unity Engine. Da gibt es halt auch durch die Plugins halt deutlich mehr Möglichkeiten, was zu tun. Auch gerade was die Charakterbearbeitung angeht, es ist halt deutlich leichter und man kann halt, wie gesagt, durch Plugins auch verschiedene Charaktere von FBX in VM umwandeln, dass man sie halt, wie jetzt diesen Charakter, in VC-Face nutzen kann oder halt in anderen Programmen, die halt das VM-Datei brauchen. Wie gesagt, in Unity ist es halt deutlich leichter, diese Charaktere aufzusetzen. Man kriegt halt durch die Plugins einfach alle Tools, die man dazu benötigt. Ja, und man kann halt die Charaktere so bearbeiten, dass man sie dann halt in externen Programmen nochmal nutzen kann, die halt andere schon programmiert haben, wo man halt einfach den File reinladen muss und schon funktioniert alles. In Unreal ist das jetzt alles nicht so leicht. Mit FBX-Dateien könnt ihr normal umgehen, wie halt auch mit jeder anderen Animation. Wenn ihr aber VRM-Charaktere habt, müsst ihr auch wieder Plugins runterladen. Die funktionieren so semi-gut, also für Standard-Dinger tun sie es, aber wenn man dann tatsächlich ein bisschen mehr mit seinem Charakter machen möchte, kann ich die ehrlich gesagt nicht empfehlen. Da wäre es tatsächlich besser, wenn man halt die FBX-Datei halt konvertiert und dann halt reinlädt. Und wenn ihr den Charakter dann tatsächlich in einem anderen Programm auch nutzen möchtet, dass ihr das wirklich zum Bearbeiten nutzen möchtet, funktioniert das in Unreal halt nicht wirklich gut. Also das Konvertieren habe ich jetzt nichts gefunden, dass es funktionierbar macht. Ihr müsst dann halt tatsächlich selbst was aufsetzen, indem ihr dann halt quasi euer eigenes Spiel erstellt, mit dem ihr euren Charakter steuern könnt.
Das ist halt alles deutlich komplizierter und man braucht halt tatsächlich doch einiges mehr an Hintergrundwissen, gerade was Richtung Mocap geht, dass man dann in Unreal irgendwas machen kann. Also wie gesagt, ihr müsstet in Unreal euer eigenes Spiel, euer eigenes Programm erstellen, dass ihr euren Charakter dann halt nutzen könnt. Unity ist halt gerade für Anfänger durchaus interessant. Ihr könnt euren Charakter bearbeiten, rausrendern und dann halt in anderen Programmen, jetzt wie Face oder wie Up, nutzen. Man muss halt kein eigenes Programm dafür schreiben, dass man den Charakter nutzen kann. Es gibt die Programme schon, man muss halt nur die richtige File raus exportieren. Jetzt kommen wir zu den Artists. Ihr habt jetzt einfach Assets, die ihr präsentieren möchtet oder ihr möchtet einfach irgendeine Landschaft gestalten, dann empfehle ich euch tatsächlich die Unreal Engine, die halt grafisch gesehen deutlich besser ist als Unity Engine. Versteht mich nicht falsch, Unity sieht auch gut aus und kann halt auch sehr viel leisten, aber grafisch gesehen ist halt die Unreal halt doch deutlich besser, gerade was dann halt auch später Partikelsysteme und so weiter hinzukommt. Ja, und man kann auch, wie gesagt, über Materials halt sehr viel machen. Selbst Shader lassen sich über Materials erstellen. In Unity braucht man da halt doch wieder Programmierwissen, bis man dann halt da vernünftige Shader und so weiter aufbauen kann. In Unreal ist das ein bisschen leichter. Bei Unreal ist halt so gefühlt eine Sache, die geben sich richtig Mühe, dass halt egal was reingeladen wird, es wird reingeladen, zack, sieht erstmal schön aus. Und Unity gibt ja, ich mache einfach mal alles so schlicht wie möglich, dass du dir entscheiden kannst, wie das aussieht. Und Unreal haut halt erstmal zig Filter drüber. Da, das muss halt gut aussehen, egal was man reinlehnt. Das ist so gefühlt für mich. Auch das Licht ist in Unreal halt deutlich flexibler wie in Unity. Also zumindest habe ich das Gefühl, ich kann mit dem Unreal-Licht viel besser arbeiten wie in Unity. In Unity verstehe ich es irgendwie nicht. Kann auch an mir liegen, dass ich das Unity-Licht nicht verstehe, weil ich habe immer direkt alles weiß. Ich kriege irgendwie keine guten Lichtquellen und so weiter hin. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob es an meinem Computer liegt. In Unreal kriegst halt deutlich besser. Gerade jetzt in der 5er-Version, wo man tatsächlich auch nicht mal mehr das Licht baken muss notwendigerweise, wenn man halt kleine Levels hat. Es funktioniert auch wunderbar, ohne dass man halt Lightmaps baked und so weiter. Man kann da sehr viel reisen. Also ich bin großer Fan von Unreal Engine 5, weil man halt viele Sachen werden einfach deutlich leichter gemacht. Auch wenn die Sachen nicht 100% optimal sind, aber dadurch, dass halt die Engine an für sich sehr leistungsstark ist und wenn man kleine Levels beibehält, kann man halt, man kommt mit vielen Sachen weg, auch wenn sie nicht optimiert sind. Unity ist da nicht so verzeihend. Oder momentan nicht, vielleicht ändert sich das ja. Und was auch ein großer Punkt ist, was halt Richtung persönliche Präferenz geht, wie seid ihr es lieb zu arbeiten? Gerade was Benutzerfreundlichkeit ist und das UI ist halt Unity doch deutlich besser. Es wirkt aufgeräumt, es wirkt sortierter wie Unreal. Gerade Leute, die Unreal Engine 4 das erste Mal öffnen, die werden förmlich erschlagen vor lauter Fenster und Knöpfen und Hebeln und hast du nicht gesehen? Man hat ein Fünftel vom Bildschirm Viewport und der Rest sind irgendwelche Fenster, wo irgendwelche komischen Sachen drin stehen. Hat sich in Unreal Engine 5 deutlich gebessert, das ist deutlich aufgeräumter. Auch wenn man halt noch immer sehr viel suchen muss nach dem, was man sucht. Unity ist halt in der Hinsicht doch organisierter wie Unreal. Ja, und halt zum Schluss kann man, wie gesagt, sagen, je nachdem, was ihr jetzt machen möchtet, was ihr vorhabt, wo eure Präferenzen liegen, habe ich euch vielleicht ein bisschen geholfen. Wenn nicht, vielleicht habt ihr einfach nur Lust gehabt, mir einfach beim Quacken zuzuhören. Ja. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Sehr viel Spaß noch beim Weiter durchs Internet stöbern und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.